Da sind wir wieder, die drei Herren vom Grill sozusagen. Sebastian Kubot, Daniel Geiswinkel und ich, wir spielen heute ein Spiel vom NES. Und zwar Nintendo World Cup. Das war ein frühes Fußballspiel aus dem Jahr 1990. Und was war denn das Besondere daran? Dass man es mit den Regeln nicht so genau genommen hat. Also gab es keine Platzverweise, sondern die Platzverweise sind in der Form erschienen, dass diejenigen, die niedergemöbelt wurden, liegen geblieben sind. Oh, okay. Interessant. Abgefahrene Sache. Es gab einige blaue Augen und es gab manche Spiele, wo nach der zweiten Halbzeit mehr Spieler reglos auf dem Boden lagen, als gespielt haben. Es ist ein bisschen untypisch, dass Nintendo so ein Prügel-Fußballspiel irgendwie durchgewunken hat, weil sie ja sehr für Familienunterhaltung stehen und jegliche Form von Gewalt eigentlich ablehnen. Wir haben heute einige Beispiele gesehen, die dagegen sprechen. Ja, wir haben heute noch mehr Let's Plays aufgenommen, sondern das ist keine aktuellen Bezüge. Aber was soll man machen? Ja, nee, klar, es ist interessant auf jeden Fall. Ich meine, allen voran natürlich GoldenEye auf der Nintendo 64. Das ist ja wirklich ein Beispiel dafür, dass Nintendo seine familienfreundliche Politik da ein bisschen vernachlässigt hat. Ne? Also, aber hat hier schon im Kleinen angefangen. Ne? Man muss seinen Kundenkreis ja auch erweitern. Ja. Deswegen, okay, jetzt also spielen wir mal gegeneinander. Jo. Muss mal gucken. Start, genau. Dann bin ich West Germany oder willst du? Dann mache ich England. Ich mach USA. Und vor allem West Germany damals. Trump-Anhänger. Man konnte gerade auch den Boden bestimmen, zum Beispiel, auf was man spielt. Oh, okay. Das Triple und so, ja, das lassen wir einfach mal so. Also, ui. A ist dann passend. Aber man ist, glaube ich, nur ein Spieler. Man ist nur der, wo die Nummer drüber ist. Und dann kann man mit einem Knopf den Ball anfordern. Also jetzt hier alles Live-Learning sozusagen, ja, ne? Also Daniel kann es nicht. Der liebe Sebastian hat es ewig nicht mehr gesehen. Und so, wer ist wer? Ich bin rot. Rot ist der liebe Sebastian, blau ist der Daniel und man kann die Spieler hauen, oder? Das ist ja das Spezielle an der Sache. Ah, ja. Kann dann auch blaue Augen. Mit A und B gleichzeitig macht man Salto und wenn da der Ball gerade in der Luft ist, macht man seinen Superschuss. Da hat jede Nation einen eigenen Superschuss. Oder Flugköpfe. Der Torwart wird der durch den Computer gesteuert. Ich weiß auch da, wo mein Spieler ist. Ach, da. Unten hast du die Karte. Ja. Und mit A kann man dann den Ball anfordern, wenn einer von deinen Spielern den Ball hat. Ach ja. Und dann versucht er zu dir zu passen. Du darfst halt nicht wegrennen in der Zeit, wenn er gerade passt. Sonst fliegt er ins Nichts. Quasi. Ja. So, ich check's langsam Daniel, aus. Ja, Daniel ist blau, wie gesagt. Ist er zum ersten Mal kurz vorm Tor gewesen gerade. Eine Premiere. Achtung. Oh, Sebastian mit einem langen Pass. Und ein Megaschuss. Uiuiui, da hat sich sogar der Ball verformt. Und gleichzeitig, wenn der Ball in der Luft ist. Wenn man im Rennen das macht, dann ist es Flugkopfball. Und da hat jede Nation eine eigene Variation des Schusses. Abstoß. Sah sehr abstoßend aus. So, jetzt habe ich den Ball. Versuche ich mal durchzudribbeln. Daniel ist ganz. Daniel. Jetzt kommt Daniel auch dazu. Mit unter der 2. Kann ich jetzt schon abwehren, sehr gut. Jetzt der Konter. Dieses Grafikflackern war im Original auch immer. Wirklich? Ja. Dann ist die Emulation also sehr genau. Das ist schön, das freut mich. Ich dachte schon, oh Mann, haben die das. Kann doch nicht sein, dass das nicht ordentlich emuliert wird, aber dann ist ja in Ordnung mit dem Original. Ich habe sogar das Flackern drin gelassen. So, jetzt habe ich ihn. Ey, das hast du nicht umgehauen hier. Yeah, ist ja ein Gebrawle hier. Sehr gut. Oh, der Trippel da. Und jetzt hat Sebastian Kubot wieder den Ball. Oh, alleine aufs Tor. Der muss doch drin sein. Wild. Aber der Keeper aus Daniels Mannschaft. Ganz stark. Ist ganz stark, ja. Komm. Und der Konter. Oh, Ball abgenommen. Komm. Ui, der Grätscher ging daneben. Und wenn man so schräg, dann... Oh, der hat denn der eigene Spieler behindert gerade? Ich hab passend gedrückt aus Versehen. Ah. Da muss er schräg anlaufen, damit der Torwart ihn nicht gleich kriegt, sondern nur abwehrt. Und dann kann man im Nachschuss den Ball oft reinschießen. Ja, nicht schlecht. Ach, die kleinen Tricks könnte Daniel ja umsetzen. Achtung, jetzt mach ich wieder. Zack. Oh, daneben. Total. Oi, Konter einmal mehr abgewehrt hier. Und das war eines der wenigen NES-Spiele, die man auch zu viert spielen konnte.
Mhm. Ich hab's dann viel Player-Adapter, oder? Ja. Cool. So, jetzt lasse ich den Ball noch so nur passen. Ui, der war aber langer Abschluss. Und jetzt, ja. Zack. Jetzt, ui. Jetzt, der sitzt. Und. Oh nein! Torwart ist gut. Torwart ist meistens gut. Sitzen diese Schüsse. Das ist eigentlich selten, dass der Torwart den hält. Ja, vielleicht weil Daniel das zum ersten Mal spielt. Ja, die Konsole will, dass der Daniel auch mal gehen. Ja. Also ich mein eigenes Spiel abgeschossen. Ich finde es schön animiert, wenn sie gerade umgehauen werden. Gut, Daniel! Gut, Daniel! Zack! Und Schuss! Oh, und abgewehrt, jetzt kannst du einen Abschluss machen, aber war der falsche. Jetzt komm ich wieder. Jetzt kommt der Konter und da hat er natürlich freie Bahn jetzt, freie Wildbahn. Und jetzt? Ja. Boah, da steht er sich selbst. Ja! Und da ist das Ding drin, da ist das Ei drin. Germany. 1-0. Für die Bundesrepublik. Du musst anstoßen. So, keine Chance. Oh, macht er das zweite gleich? Ist er im Flow? Nein. Aber man hat diesen Superschuss auch nur 5-mal pro Halbzeit, glaube ich, oder so. Ach so, den kann man gar nicht öfter machen. Nee, ist ja auch interessant. Unten sind ja auch immer Sachen eingeblendet. Wenn du A drückst, dann heißt das ja, dass der Mitspieler zu dir passen soll. Und das wird dann auch immer unten bestätigt. Unten eingeblendet, genau. Ja. Jetzt kannst du mal deinen Superschuss probieren. Oh. A und B gleichzeitig drücken. Ja. Das ist so kompliziert bei den zwei Knöpfen. Oh nein! Es waren tatsächlich nur zwei Knöpfe. Da kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Ohne L und R und sowas. Einfach nur Steuerkreuz und zwei Knöpfe. Das reicht schon. Ja, damit könnte man auch tolle Sachen machen. Auf dem Atari davor, auf dem Amiga gab es auch nur einen Knopf auf dem Brotkasten. Achtung! Oh, daneben. Nicht schlecht, der Versuch war gut. Ja, das sagte deine Frau ja auch. Der Gedanke war gut, ja. Das ist ein Lied von Georg Kreisler. Ui, Daniel jetzt am Start hier. Wahnsinn. Oh, das wäre was gewesen beinahe. Nicht schlecht. Ja, komm. Noch mal einer. Oh, da war aber. War dann den hingepasst? Oh, zum Torwart geschossen. Haben die Kinder gleich gelernt, woraus es beim Fußball ankommt. Ja. Fair Play. genau. Abgefahrenes Spiel auf jeden Fall. Ja, so sahen die frühen Spiele aus damals, ne? Fußball. Ich habe ja früher immer gerne Micro Bros Soccer gespielt. Das fand ich geil. Fand ich super. Natürlich Kick-Off 2 war natürlich der Wahnsinn, ne? Klar. Aber vorher war eben Micro Bros. Gleich. Oh, jetzt schon wieder Sebastian am Drücker. Der mit der Sonnenbrille ist auch cool, oder? Auf dem Platz. Ja, der Sonnenbrille ist mega. Oh, der dreht er nochmal um und im Nachschuss. Nein. Aber es wird vereitelt erstmal. Boah, ein ganz schönes Gebrawl im Strafraum. Ja, Sebastian lässt nicht locker. Nein. Und ein geiler Schuss. Drüber. Leider drüber. Muss man deinen ausprobieren, wenn du das hinkriegst. Passen der lassen? Der macht einen Körper irgendwie. Siehst nee, du? Wenn der über dir der Ball ist, dann macht er keinen Körper mehr. Okay. Dann macht er ein Fallrückzieher. Ralf Kumbawin war das. Und nicht im Laufen, sondern nur stehen. Du musst halt stehen werden. Deshalb. Okay. Mit T wird er geschrieben. Ui, an den Pfosten! Und dann schnapp ich mir. Ui, das ist ja wirklich ein Spiel, Junge. Und Daniel mal wieder am Start. Aber das ist natürlich keine Gefahr hier für Sebastian Kubot, der das Spiel schon etwas länger kennt. Naja, probiert hier seinen Vorsprung auszubauen, aber es gelingt ihm nicht, obwohl er super Chancen hat, aber er scheitert immer wieder am Keeper von Daniels Mannschaft. Keeper of the Seven Balls. Keeper of the Seven Keys ist ja ein Album von einer meiner Lieblingsbands Halloween. Boah, das hat aber gut abgewehrt. Richtig geiles Ding. Boah, dein muss doch bald mal ein Türchen machen. Nein, das gibt's doch überhaupt nicht. Nein. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Der muss doch bald mal drin sein. Wie deiner da liegt. Hammer. K.O. Hammer. Richtig geil war das. Einige bleiben mal dabei liegen, die rühren sich da gar nicht mehr.
Das ist ja auch so, ein Spiel dauert ja auch verhältnismäßig lang, ne? Die haben gesagt, ja, komm, 10 Minuten oder was? Stimmung. Oh, jetzt habe ich ein Plätzchen aus. So was von aus. Ich glaube, Daniel das auch mal geschaut hat. Ah ja. Nachdem er mich anderweitig immer abzieht. Im Tetris sozusagen. Meistens. Meistens. Ja. Ui, ein Distanzschuss. Oh, da hat er zurückgespielt, anstatt nach vorne. Oh, nein, 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 nein. Ui. Nein, 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 nein. Spielst du ja immer wieder nach da, anstatt nach links. Dein wie ist ein Superschuss, aber ach so. Du musst halt also nicht bewegen, sondern stehen und der Ball muss über dir sein. Ah, okay. Der muss ja hoch nicht sein. Nicht im Laufen, sonst magst du... Mach doch lieber normalen Schuss. Sonst magst du Flug. Ja, der Torwart, dein Torwart ist super. Ja. Der rettet alles. Hammer. Aber mit Hauen haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesehen. Und die Chance! Nee, ich glaube, mit Hauen, da habe ich übertrieben. Hast du übertrieben? Aber es reicht ja, was man sieht. Oh. Ja. Ja, so kann man auch leicht Tore machen, wenn man sieht, wenn der Ball reingeflankt wird. Man stellt sich auf die Höhe des Torwarts und macht einen Fallrückzieher. Okay. Man ragt immer über den Torwart hinaus. Und der eine, der rührt sich schon gar nicht mehr. Wie ist das eigentlich? Boah. Und Daniel, jetzt hat er. Haut da jetzt rein. Oh, an den Außenpfosten oder ans Außennetz. Aber nicht schlecht. Aber das bleibt spannend. Ja, so sieht's mal aus, ey. Der liegt. Der liegt immer da. Das ist cool, wenn da nur noch Leute rumliegen, der Torwart macht dann Abstoß ins Leere. Also der ist schon mal der out of order. Ja. Also man kommt doch nicht wieder, wenn man einmal da liegt. Ich glaube nicht. Da legst du ihn nieder. Ja, ne? Nach der Halbzeit, aber ich glaube oh, nicht. Oh. Gut, und bei der Halbzeit muss ja irgendwas kommen. Komm, 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 komm! Da muss doch das Tor mal kommen, langsam das zweite. Eieiei. Ist auch geil, dass man den Spielstand überhaupt nicht eingeblendet hat. Stimmt. Das ist auch irgendwie so. Oh, braucht man nicht. Zweitrangig. Voll. Weil irgendwann denkt man doch, hä, wie steht's nochmal? Ja. Das ist auch geil. Mega. Hier wird auch nicht das Spiel schon eingeblendet, sondern wie viele schon am Boden liegen. Nein, Quatsch. Aber das wäre sinnvoll, oder? Das wäre auch, ja, auch cool. Ja. Wie groß die eigene Mannschaft noch ist, will man ja auch wissen. Komm, mach doch. Und die Zeit wird ja auch immer angehalten, wenn der Spieler im Aus ist, glaube ich, oder? Kann, oder wenn der Ball manchmal aus ist mit der Spieler. Ist es so? Hast du ich weiß nicht, es kommt mir so vor, dass die so lang, weil die so langsam vergeht. Dann müssen wir mal raus. Da hätte sie noch drauf gesehen. Das war doch mal das Game. Das war der Computer. Ja. Scheiße. Ach so. Ein Dreck. Der Spieler eine Grütze. Ja, ja. Ach, die Zeit läuft langsamer, merke ich gerade. Ja, die läuft ein bisschen langsamer. Okay. Das Timing ist nicht ganz. Oh. Zack, oh, hier war mehr Schüsschen. Jetzt, jetzt, oh nein. Komm, nur ein Tor. Eieieiei. Der liegt schon. Du gibst nichts. Zweite liegt schon am Start. Komm, nimm ihn dir mal, versuch mal ein Tor zu schießen. Du musst schräg rein, dass der Torwart nur ab. Au, das hast du passen gedrückt, glaube ich. Ja. Ja. Ins Nichts. Ja, ins Nichts gepasst. Passt schon, hast du gedacht. Oh, komm, jetzt das zweite Tor. Nein, immer noch nicht. Der Computer hat es nicht so mit Tore schießen, wenn der vorne ist, oder? Der spielt dann immer nach hinten. Ja. Nee, vielleicht weil du passen drückt. Ich weiß nicht, ob der von allein, glaube ich, schießen. Das ist gut, jetzt hinterher und nachschießen. Ah. Da probier's mal. Ja, jetzt wird ja hier geholfen, das ist ja auch blöd. Oh, ja, der war gut, am Torwart vorbei. Ja, ich mache jetzt schnell das 2-1, dann ist. Na, das war jetzt ein Torgeschenk quasi. Ja, dann von Sebastian, ist ja in Ordnung.
Ich gewinne eh. Ja, gut. Vermutlich. Oh, 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 nicht schlecht. Einwandfrei eingetrübelt. Ja, gut hier. Jetzt das ist langsam. Auch nicht so einfach. Kommt mal ein bisschen Schwung in die Action Bude. Hier, genau. Action ins Spiel. Ah ja, man kann grätschen und umblocken sozusagen. So. Pogo. Pogo, Pogo. Pogo in Togo. Genau. Kommt immer die Kommunikationsslide, okay. Slide. Shoot. I can. Der Brillenträger hier. Ist auch geil. Brillenträger, Sonnenbrille, alles mögliche. Hätte auch mit auch angezogenen Fäusten durch die Gegend rennen. Ja, ja. Klasse. Vorbeigetrippelt. Und am nächsten. An Fonsi. Kennst du auch Happy Days? Happy Days, natürlich der Fons, die Kirche des Fons. Oh nein! War dabei Simpsons aber auch mal eine Folge, ja. Die Kirche des Fons mit der Jacke und so. Das war doch immer, wenn die Jukebox kaputt war, hat er immer draufgehauen und durch seine Coolness ging's dann wieder. Mega geil. Ja. Happy Days war großartig. Ja. Wie ist er nochmal Henry Winkler? Ja, der richtig. Winkler. Genau, ich habe auch gerade überlegt. Ja. Dann habe ich das erstmal dann wieder bei Scream gesehen als Lehrer. Ach komm. Ja. Und 3-1. Ja, klare Kiste. Klare Kiste hier. USA. Happy Days war ein geiler Song. Gell? Das Anfangslied Song war super. Und es gab in den 90ern ein Musikvideo mit Happy Days. Wo Lisa. Natürlich, das war auf der Windows 95 CD. Echt? War der Clip. Echt? Mhm. Das war, das nenne ich mal Promotion. Das Lied, genau, Visa, das Lied ist super. Ja. Buddy Holly haben einen Clip gedreht im Setting von Happy Days. Der Clip muss zu der Zeit enorm teuer gewesen sein, weil der war super gemacht. Mhm. Richtig, richtig geil. Ich frage mich, ob die da Teile neu gedreht haben, weil man muss ja auch sagen, dass es zu der Zeit ja erst noch gar nicht so lange her war. 15, 18 Jahre. Ja, die jungen Schauspieler waren das auch nicht mehr. Also das waren alte Aufnahmen teilweise, oder? Ja, eben. Und deswegen denke ich mir, die technischen Möglichkeiten waren noch gar nicht so. Ja. Also der ist unglaublich, der Clip. Der ist richtig geil. Richtig geil. Der ist, glaube ich, aus dem Jahr 1994. Ach so, früh schon. Muss der sein. Geht gar nicht anders, weil 94 ist ja Windows 95 schon produziert worden. Und mit diesem Tor machen wir, glaube ich, mal Schluss. Ja, das war ein kleiner Eindruck hier durch ein über ein frühes Fußballspiel. So, jetzt haben wir es aber. Gut gespielt. Das fühlt so bei Tetris. Immer die Sache mit Tetris. Alles klar, macht's gut, ciao und schreibt ein paar hübsche Kommentare, wenn ihr mögt. Tschüss. Haha, der Fons.